Die Grundidee war schon immer, dass wir ein Fitnesshäuschen haben wollten. Und aufgrund von Corona haben wir ja viel Zeit zu Hause verbracht und dachten, dann würde in unserem Garten auch noch ein Pool gut aussehen. Ja, wir haben erstmal geplant oder geguckt, wie muss ein Pool aussehen, was bedarf es alles. Haben uns dann eine Firma rausgesucht, die Einzelteile zur Verfügung gestellt hat und haben festgestellt, im Alleingang sollte man das nicht machen, gerade in der heutigen Zeit, wo man keine Gewerke bekommt, und sind so dann auf Poolkind gekommen. Für den Schönsten. Für den Schönsten, genau. Auf Empfehlung von Poolkind, uns war das gar nicht vorher bewusst, für ein GfK-Becken. Und das ist eine Entscheidung. Ich würde die immer wieder treffen, weil er ist wunderschön, ist pflegeleicht und passt hier wunderbar in unseren Garten. Durch Schwimm- und Rückwärtssaltos. Rückwärtssaltos. Und wer macht die Rückwärtssaltos? Ich. Genau. Und ich schwimme mich täglich. Also ich freue mich da jeden Morgen drauf, in dieses Wasser zu gehen und nach einer halben Stunde wirklich zufrieden da rauszukommen. Mein Mann schwimmt natürlich auch, aber ich glaube, ich nutze ihn am meisten und du am liebsten mit deinen Freunden. Wir haben eine Gegenstromanlage, das war mir wichtig, war aber auch die Empfehlung von Poolkind, die ich nicht bereue. Weil auf 8 Meter kann man schon gut schwimmen, wenn man die Größe hat wie ich. Ich bin 1,63, aber mit der Gegenstromanlage hat man auch wirklich das Gefühl, richtig, richtig schwimmen zu können. Da haben wir uns auf die Empfehlung unseres Poolbauers verlassen, der viele Jahre Erfahrung schon mit Binder hat, und wir wollten eben alles aus einer Hand. Wir haben eine Einzelturbine, aufgrund dessen, wie wir den Pool nutzen. Tatsächlich bin ich an die Grenze noch gar nicht rangekommen. Also die Turbine kann so viel. Die Hydrostar vom Binder würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Erstens ist sie sehr leistungsstark. Wir sind ja noch gar nicht an die Grenzen gekommen. Und vor allen Dingen, weil ich ein Frühmorgenschwimmer bin, ist die sehr, sehr leise. Also man hört eher mein Geplätscher im Wasser als die Anlage. Das finde ich total faszinierend.